Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag unserer großen Sommertour mit Sarah und Moritz zusammen. Geht's heute direkt in zwei Parks. Der erste Park macht gleich auf, Stanley's Park. Hier werden wir nicht den ganzen Tag bleiben, sondern nur bis mittags. Und dann geht's halt noch zu einem zweiten Park. Und ja, das alles seht ihr hier in dem Vlog. Ich bin sehr gespannt. Ein paar tolle, nette kleine Achterbahnen warten auf uns. Deswegen Tour, Intro ab und dann geht's los hier. Viel Spaß. Drin und ein ganz kleiner, schöner Eingangsbereich hier mit einem normalen Karussell. Da haben wir noch so ein nettes Ding von Technik gefahren. Wie der heiße Ofen. Also wird wahrscheinlich noch nicht so lange hier stehen, weil die Art von Ride gibt es ja noch nicht so lange. Und ja, hier ist ein kleiner Bus, der hier fährt. Ganz lustig, wir haben am Eingang, als ich gerade eben gequatscht habe, Leute aus Deutschland getroffen, kennengelernt, Leute vom FKF, liebe Grüße nochmal, auch auf Frankreich-Tour, 3,5 Wochen gewesen, ich glaube jetzt in den letzten Zügen und ja, so trifft man sich dann irgendwo. So, und wir machen jetzt, wir gehen jetzt direkt zur ersten Achterbahn, würde ich sagen, ne? Haben uns hier schon mal parat gemacht und ja, solange das Wetter hält, also auch heute soll es wieder regnen, das ist glaube ich typisch für Moritz, Sarah und mich. Momentan, dass es halt immer sehr viel regnet, wenn wir irgendwie zusammen auf Tour sind. Aber wir machen das Beste draus. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Es ist jetzt nicht der größte Park, aber oh, guck mal, was ist denn hier? Ein Huhn! So, da gibt es eine Pizzeria. Ich mache mir mal einen Euro rein. Super, Mama, das mache ich ja auch umsonst. Da brauchst du keinen Euro für. Hier gibt es eine Pizzeria, lecker, lecker. Und ja. Häuser, die vielleicht mal hier so irgendwie standen, die werden dann in den Park irgendwie einintegriert. Oh, hier ist die Europa, guck mal. Oh, Fluss, Wasser, oh, das ist aber rutschig hier. So, ja, also wir gehen jetzt einmal zu diesem schönen Gerät. Eine Achterbahn. Ist natürlich klar, dass wir erstmal die Achterbahn hier counten. Erstmal die Achterbahn fahren, für die Leute, die nicht wissen, was counten ist. Wir zählen ja jede Achterbahn, die wir gefahren sind. Ich habe jetzt über 408, glaube ich, müssen es sein. Ich muss heute Abend noch mal ein paar Achterbahnen nachfragen. Ja, und wenn es gut läuft, werden es vielleicht so 80 neue auf dieser Tour. Wir haben hier noch ein kleines Riesenrad. Und wir haben jetzt hier diese nette Achterbahn, die eine Besonderheit hat. Denn es ist ein sogenannter Möbius-Coaster. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Entweder passt ihr jetzt gleich mal auf beim Onride. Da merkt ihr es vielleicht schon, oder? Ich erzähle gleich noch mal nach dem wilden Ritt etwas. Also erstmal viel Spaß mit dem Onride. Oh.
Also das ist ein richtig witziges System. Die machen hier komplett die ganze Station vor. Ihr seht ja hinter mir, sind noch weitere Wagen. Die werden Erfolge machen auf beiden Seiten. Dann fahren die beiden Seiten und dann wird da irgendwie gewechselt. Also wenn du die eine Runde hier gefahren bist, dann landest du ja da und fährst dann halt die nächste Runde. Dann landet man natürlich wieder hier. Und das warten die wirklich, bis die Station wieder voll ist mit allen Wagen. Dann gehen alle raus und die nächsten alle kommen rein. So an sich auf jeden Fall sehr lustig. An sich auf jeden Fall alles sehr lustig. Und ja, kann man auch eigentlich ganz gut fahren. Nur in einer Kurve, da hat mich, ich saß ja da, hier gegengehauen, einmal voll mit dem Kopf dagegen. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass es halt jetzt eine Bahn ist, die halt mega schlägt. Es ist halt sehr witzig. Wir haben uns das auch aufgeteilt. Moritz und Sarah waren halt auf der anderen Seite und ich halt hier. Und dann konnten wir uns halt so ein bisschen duellieren. Und ja, also auf jeden Fall mal was ganz Besonderes. Und ja, wie gesagt, das ist halt eine Möbiusbahn, das heißt, ihr fahrt halt praktisch, die Bahn fährt halt noch einmal durch die Station durch und ihr fahrt dann halt nochmal eine Runde und dadurch hat man halt diesen Dwelling-Effekt. Und ja, jetzt ist die Q-Line auch voll, wir haben jetzt die erste Bahn wirklich genommen. Ihr seht's, also da sind wir jetzt rein und ist jetzt auch schon ein bisschen gefüllt. Hat auch dann halt den, wirklich den Grund, dass sie halt wirklich immer die Stationen voll machen und die erstmal alle komplett durchschicken. Das sind ja 6 Züge. Wenn die wieder da sind, dann geht es halt weiter. Und ich finde es halt auch schön thematisiert von außen halt hier mit diesen Häusern. Gut, die Bahn an sich hat dann nicht mehr so viel Theming, wenn man halt fährt. Aber schon die Art der Bahn ist halt schon das Besondere und sollte man auf jeden Fall mal fahren. Ist jetzt nicht so das Krasseste. Kommt schon ein bisschen so ein bisschen an, ja, würde man sagen, so Bobsled Coaster oder so ein bisschen Wilde Maus, so ein bisschen ran von dem Gefühl. Aber ja, macht auf jeden Fall Bock und 2 weitere Bahnen folgen jetzt hier noch. Ja, weiter sind wir gegangen, hier gibt es Crazy River und wenn ihr euch das Haus anseht und dann die Bahn, das ist ein mega Kontrast, denn so sieht die Bahn aus. Ist, glaube ich, also weiß nicht, ob es 1:1 ist, aber Rio Rapio von der Kirmes. Kennt ihr wahrscheinlich. Und genau so eine Bahn ist das, beziehungsweise so ein Rapid River. Wasserbahn ist das, ist halt eine Kirmesattraktion. Und glaube ich genauso wie Rio Rapido so in dem Stil angestrichen. Ja. Bevor wir irgendwas anderes jetzt fahren, was keine Achterbahn ist, nehmen wir erstmal die Achterbahn. Und ja, fahren hier die Achterbahn. Ihr seht, es gibt auch verschiedene Bereiche. Hier im Park, verschiedene Themenbereiche, Zonen nennt sich das hier, es gibt insgesamt 5 und ja, wir sind jetzt gerade im hinteren Teil, Zone 5, also hier und da steht halt auch praktisch auch die nächste Achterbahn mit Le Furio und das wird jetzt unser nächstes Ziel sein, hier werden wir dann erstmal fahren. Und ihr seht jetzt das spannende On-Ride dieser unfassbar tollen Achterbahn. So, eingestiegen, jetzt geht's los. Und das ist eine Achterbahn von Soke. Und es wird wahrscheinlich meine 2. Achterbahn des Herstellers sein. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen, was da so ein bisschen besonders dran ist. In Legendia habe ich schon meine 1. Bahn von dem Hersteller gefahren. Und ja, jetzt meine 2. Viel Spaß. Also, Soke ist ganz okay. Ja, also war auch die erste Soke-Achterbahn hier dieser Tour.
Und jetzt kommen wir mal kurz zu dieser Besonderheit. Ihr habt gerade gesehen, im Wagen, wie der Wagen halt aussieht. Und jetzt guckt euch mal bitte ja, hier diese Schiene an. Also das ist halt, weiß ich nicht, also winzig und irgendwie auch ein bisschen besonders vom Schienenprofil her. Als so ja, die Schienen, die man halt so von den namhaften Herstellern kennt, die bei uns so geläufig sind. Und jetzt zu meiner Verwunderung, die Bahn ist gleich 2 Runden gefahren. Jetzt ist auch noch mal kurz. So, ja, die ist 2 Runden gefahren. Und als Familienbahn schon richtig, also relativ, ja, sportlich. Also die hat schon ordentlich Dampf drauf. In manchen Bereichen, da rutscht man auch mal ein bisschen hin und her in der Bahn. Also der ist schon ordentlich. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Für die kleinen Kinder, die mit diesem Zug noch nicht fahren können, steht auf der anderen Seite gleich der kleine Zug. Und wie soll es anders sein? Es regnet wieder. Ach ja. Und ja, wir haben da hinten noch ein Fahrgeschäft, was auch noch sehr besonders ist, was keine Achterbahn ist, aber trotzdem, ja. naja, ich verrate noch nicht so viel. Ihr werdet es gleich sehen. Ich hoffe, ich kann es fahren. Und wir warten jetzt erstmal hier den Regen ab. Und dann steht auch noch diese SBF Visa Schaukel hier an. Noch eine Achterbahn. Und dann steht nämlich auch noch hier diese SBF Visa Schaukel an, hier diese Achterbahn. Die wir auch noch fahren müssen. Das ist dann halt die dritte Achterbahn. Lustig ist, ein Techniker, der nimmt das hier wohl die ganze Zeit irgendwie ab. Und wir sind halt mit dem Techniker gerade durch den Park gegangen. Wir haben jetzt auch die erste Fahrt mit der anderen Achterbahn gemacht. Also die nehmen das hier nicht so genau. Um 10 Uhr haben sie ja aufgemacht. Das müssen wir kurz vor 11 haben. Und er nimmt halt die Achterbahn so in Betrieb, so wie er gerade dann vorbeikommt. Das ist auch schon ganz lustig. So, ja. Rauchverbot auch im Park, außer an Rauch-Areas. Finde ich auch ganz nett. Und da hinten seht ihr vielleicht gerade schon so ein bisschen herum rausschimmern. Dieses Fahrgeschäft, was ich meine. Kommen wir aber nachher zu. Ich hoffe, ich passe rein und ich kann es euch auch ja, hier so im Video präsentieren. Aber das ist dann halt schon nochmal was Besonderes. So, erstmal warten, dass der Regen aufhört und dann geht es hier weiter. Was sollen wir jetzt hier einfach doof rumstehen und warten, bis dieser Regen aufhört? Wir haben hier gerade noch einen 4D Interaction irgendwas gefunden. Wir werden mal reinsteppen. Ich denke mal, dass es sowas ist wie im Ford Thunder, gibt es ja halt dieses 4D-Kino, wo man so schießen muss. Ich denke, sowas wird das hier sein. Und schön, wenn man im Top drin steht. So, dann machen wir das jetzt mal in der Zeit. Ich weiß nicht, ob euch wahrscheinlich mit dem Thema, aber Regen hat aufgehört. So, und jetzt stehen wir vor Squadron. Ich kann kein Französisch. 33. 33, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses Teil von Technical Park. Ja, was so aussieht wie eine, ja, wie Mondlift praktisch. Mit Gondeln, die man halt vom Skyfly so kennt. Ganz lustiges Teil. So halt noch nie gesehen. Wie gesagt, es ist halt, ihr kennt es halt von Gerstauer, Skyfly wahrscheinlich. Und das ist halt so eine Variante von Technical Park. Jetzt hoffe ich, dass der Ben auch da rein kann und damit fahren kann. Und ja, hier wird übrigens gesteuert. So, da gehen wir halt dran vorbei, wenn man hier EQ-Land steht. Und dann sind wir als nächstes direkt dran. Also, Wartezeiten sind hier heute auf jeden Fall nicht. Ich freue mich und ich guck mal und ich hoffe mal, dass ich reinpasse. Und dann seht ihr hier aber ein paar schöne Aufnahmen.
Was ist denn? Jetzt aber. Na komm. Juhu. Oh. Ho, 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 ho. Ja. Oh. Alter. Aua, aua, aua. Das hat verloren. Das hat Spaß gemacht. Vor allem ist es doch ein bisschen anders als die Dinger von Gerstorf. Normalerweise denkt man, wenn man nur irgendwie immer so rumfährt, dass man halt nur in eine Richtung und dass es dann halt ein bisschen schwieriger ist, sich zu überschlagen. Also nochmal vielleicht für die das nicht wissen, man hat hier so Flügel und die kann man halt bewegen und damit in allen Richtungen und damit kann man halt Überschläge halt machen. Man kann halt ganz normal fahren, ohne Überschläge. Was hier, glaube ich, gar nicht so möglich ist. Ich glaube, da steht ihr auch so einfach mal auf dem Kopf, weil das halt ein bisschen einfacher hier ist. Und ja, also macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ist gefühlt ein bisschen einfacher als diese Gaslauer-Dinger. Nur irgendwann, also wenn man oben ist, irgendwann macht das Ding halt nochmal so einen Stopp rein, dass man sich halt nicht weiter drehen kann. Aber das Ding fährt dann trotzdem nur ein, zwei Runden. Und da war ich halt über Kopf und hat mich dann halt normal gedreht und dann bin ich einmal voll Kanne ja mit dem Ohr gegen die Bügel geknallt. Das tat ein bisschen weh, aber ansonsten richtig coole Fahrt, schönes Fahrgeschäft, hätte ich nicht gedacht. Und ja, wir haben gerade eben gesehen, dass wohl die kleine Achterbahn aufmachen sollte. Da war ein Mitarbeiter, aber in der Zwischenzeit, ihr seht es gerade wahrscheinlich auch schon an der Linse, hat der Regen schon wieder eingesetzt. Und solange es regnet, fährt so eine Bahn nicht. Und ja, ich glaube, das hat auch so noch technische Probleme. Naja, mal gucken. Vielleicht haben wir noch den Counter. Es wäre halt schade, wenn das ein Lost Counter wird. Also die erste Achterbahn auf der Tour, die wir ausfallen lassen müssen, die wir nicht fahren können. Also wir sehen gerade, da sind auch Techniker gerade dran. Zwar in so einem Häuschen. Die Achterbahn an sich ist halt nicht spektakulär, es ist halt so eine langweilige kleine Spinning-Maus. Aber wir wollen sie natürlich trotzdem hier alle fahren, denn so oft kommen wir hier nicht hin, das ist ganz klar. Und ich glaube auch in den nächsten Jahren, wenn wir hier nicht nochmal hinkommen, deswegen wäre es halt schon toll, wenn wir die Achterbahn mitnehmen könnten. Wir fahren jetzt mit dem Turm! Der Turm vom Mystery Car. Kassel, nur offen. Hier ist alles nass überall, weil da oben ist ein Loch, weil das soll ja rausgeschossen werden. Und das Ding ist voll laut. So, jetzt hoffe ich, dass ich mitfahren kann. Voll laut, mehrmals. Und es war von Zamperla. Hat Sarah rausgefunden. Sarah ist unsere Fakten-Queen hier. Ja. So. Fakten. So, und jetzt geht's in die Luft. Und dann wird's laut. Ja, aber erst geht's in die Luft und dann irgendwann wird's laut. Ich nehme euch mal kurz mit. Achtung. Der hat schon richtig Angst, das Mädel. Guck mal, aber es geht doch erst ganz langsam hoch. Und dann macht's irgendwann. So. Sind wir soweit? Jetzt. Langsam gefühlt. Und jetzt aber, Achtung, gleich. Ja. Und das macht das so dreimal. Das ist das Airtime-Geräusch. Ja, so muss das sein. Das kommt da raus. Achtung. Boah, ist das laut. Und nochmal hoch. Und nochmal hoch. Die Dinger sind auch cool. Ja, mein Gott, das war eine richtig schöne Fahrt, nicht zu intensiv. Gerade wenn wir das nochmal abschießen zweimal, das war intensiver als das erste Abschießen nach oben. Ja, macht Spaß. Ich finde auch ganz schön, dass es hier wirklich so kleine
wirklich kleine Themenbereiche gibt, aber die auch sehr schön gestalten sind. Diese Dinger finde ich auch immer sehr, sehr lustig. Eifelpark habe ich die, glaube ich, das letzte Mal gefahren. Ganz cool, da hinten versteckt sich in der Ecke noch ein Contiki, ein Rocking Tug, der jetzt nicht wirklich zu diesem Bereich hier gut passt. Also der Bereich ist schön thematisiert, aber der Rocking Tug passt halt nicht und das passt halt irgendwie auch nicht wirklich. Klar, so die Szenerie schon, aber dieser Ride irgendwie an sich, naja, ich weiß nicht. So, Deno Bumper nennt sich das Ganze. Das Ding haben wir auch, gibt es auch in vielen Parks. Und hier haben wir dann nochmal. Da hört man wieder, wie laut das einfach ist. Nee, ja, nur der Sitz, der war halt nicht für Ben gemacht, weil das ist für schmale, grazile Persönchen mit ganz kleinen Popos. Aber naja, hat ja trotzdem gepasst. Und ja, es ist nicht so intensiv wie vielleicht so andere Freefall Tower. Das ist ja eher so eine Art Power-Shot, weil du ja hochgeknallt wirst. Aber nicht so intensiv, wie gesagt. Und ja, ist auf jeden Fall, ich glaube, auch für die ganze Familie auf jeden Fall fahrbar. So, Regenwolkenmix hält sich. Jetzt kommt wieder die Sonne. Es ist einfach furchtbar heute. So, und ja, mal gucken, ob wir jetzt noch fahren. Die Reise geht weiter. Wir haben hier noch einen Wellenflug stehen und der befindet sich da. Und wir haben noch eine Disco. Tempo heißt sie hier. Ja, ob die jetzt fährt, glaube ich eher weniger, weil es steht keiner an. Es ist auch keiner in Sicht. Ja, was soll man sagen? Sieht nicht so aus, als ob das Ding gerade fährt. Ja, ein bisschen schade, aber es ist halt jetzt auch nicht so. Ich meine, haben wir jetzt auch schon öfters genug gefahren. Ist halt ein bisschen schade, aber es ist halt nicht auch so mein bevorzugter Ride. Deswegen macht das kein. Ist es nicht so schlimm, wenn wir es nicht fahren sollten. So, hier haben wir noch eine Kongfahrt hinten, ihr seht. Dann haben wir hier noch dieses kleine Gerät. Und hier ist halt auch noch, wenn schönes Wetter wäre, könnte man da auf diesem Wasserspielplatz schön mit Wasser spielen. Und hier haben wir auch noch eine kleine Treckerfahrt. Auch die ist nicht in Betrieb, also hier ist gerade vieles nicht in Betrieb. So. Der Traktor. Ach so. Will noch keiner mitfahren. Da steht jemand. Also da ist, da können wir mitfahren. Also das ist, da steht jemand. Aber hier ist auch ganz schön. Guck mal. Wasserspielplatz, Sarah. Das Perfekte für uns. Guck mal hier. Holla, die Waldfee. So. Man muss ja auch mal ein bisschen Risiko eingehen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, woher die hier kommen, diese ganzen Dinger, aber. Oh, da kann man auch noch ein bisschen Wasserspaß haben. Fahren wir mal runter durch? Nein. Das ist nicht gut. Aber wenn halt schön Wetter ist, dann können die Kinder hier auch ein bisschen planschen. Und ja, also so groß ist der Park nicht. Jetzt haben wir eigentlich gefühlt alles mal ganz kurz gesehen. Da hinten haben wir dann wieder das Riesenrad, da waren wir auch schon. Was ich aber auch schön an dem Park hier finde, ist halt, dass überall, dass es nicht nur diese kleinen Themenbereiche gibt, sondern auch, ihr hört überall schöne Musik, passend dann immer zu den Bereichen. Und ja, man wird hier überall beschallt. Finde ich auch irgendwie ganz cool. Das ist nicht der größte Park, aber das, was es hier gibt, ist halt schon ordentlich. Es ist ein schöner, sauberer Park. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie teuer das Essen ist, da habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Ja, aber an sich so gefällt mir der Park auch schon richtig gut. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. Also gibt es auch deutlich schlechtere Parks, die halt ja, nicht so überzeugen, was das Theming und sowas angeht. Und für 19,50 kann man hier auf jeden Fall nicht meckern. Wir sind beim letzten Kurs angekommen und er fährt. Also er fährt jetzt gerade nicht, aber ihr seht, er ist gerade gefahren.
Und was mich ein bisschen wundert, vielleicht kann Moritz mir da gleich mal auf die Sprünge helfen. Die Schiene sieht viel älter aus als die Chaisen. Das kann ich dir nicht beantworten. Ist das ein SBF-Visa-Ding? Nee. Aber die Chaisen sehen SBF-Visa-like aus. Ja, nicht ganz. Ein doch. Höher. Die ja, okay. Also ist es nicht von SBF-Visa. Nee, ist von Rosetto. Was, Rosetto? Was war das jetzt? Irgendwas mit Royal, mit Käse oder so. Miriam Royal oder so. Ja, sucht seine Mutter. Also, liebe Mutti von Miriam Royal, geht mal Miriam Royal beim Spieleparadies im Bällebad abholen. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sieht auf jeden Fall die Bahn selber neuer aus, als die Schiene lang ist. Von wem jetzt der Herrscher ist, hast du immer noch nicht gesagt. Nee, weiß ich nicht. Doch, du hast doch gesagt hier, Rosetti. Crosetto. Die Geisterbahnbauer. Die machen auch sowas? Ja. Das ist ja witzig. Guck mal, die Laufräder da auf jeden Fall, die sind, also die Dingsräder hier, die sind also sehr laufend aus. Also Schiene und Fahrwerk sieht ja irgendwie so richtig aus wie von so einer großen Achterbahn. So ja, groß alles. Da hast du diese quietschbunten Wagen. Ja, das stimmt. Also auch wieder was Lustiges, auch wieder was Besonderes. Ja, ein Geisterbahnhersteller, der hier ist mal eine Achterbahn versucht. Gut, nehmen wir jetzt mit. Ich bin froh, dass das Ding fährt, egal wie spektakulär das ist. Ihr seht, es ist Wetter halt jetzt nicht der mega krasse Ritt. Aber drei Achterbahnen und wir haben Full Count hier im Park. Und da sind wir halt, wäre ich halt sehr froh, wenn wir das halt so hätten. So, Sarah möchte gerne noch diese Rutschboote da hinten gleich fahren und danach müssen wir auch langsam dann in Richtung Park Bagatell. Ich werde jetzt mal spoilern. Ihr habt es vielleicht auch schon im Titel gesehen oder weiß ich wo, dass wir da heute noch hinfahren. 5 weitere Counts. Yes. Viel mehr Quadratmeter an Fläche vom und Park. Und viel spektakulärere Counts. Ja. Die fahren nämlich auch seitwärts. Nein, und wirklich. Noch mal ist okay. Ja, war ja auch ganz okay. So, los geht die wilde Fahrt hier mit der tollen Achterbahn, die das Parkmaskottchen vorne und hinten drauf hat. Das heißt Denno. Denno. Hallo. Bonjour. Bonjour. Wir haben es geschafft. Full Count hier in Denley's Park. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Wagen sind größer, als man von SBF Visa kennt. Also ich hatte mit meinen Beinen überhaupt keine Probleme. Und diese SBF Visa Klitschen, die sind halt auch immer so ruckelig. War gar nicht. Es war halt schon sehr Sand. Sand, ja. Liegt wahrscheinlich auch nicht an der Schiene. Keine Ahnung. So, und wir haben jetzt überlegt, machen wir jetzt noch Rutschboote, machen wir nicht. Wir machen das jetzt noch, weil diesen kleinen Bereich vom Park haben wir euch auch noch gar nicht gezeigt. Oder ich euch noch gar nicht gezeigt. Denn hier gibt es 4x Rutschboote und zum Glück müssen wir die Rutschboote heute nicht mit nach oben nehmen. Dafür gibt es einen Lift. Wir steigen einfach ein. Der Auslauf ist hier aber viel länger und ich glaube nicht, dass ich da hinten in diese Wand knalle. Wenn, wird es lustig, weil da hinten gibt es keine Schaumstoff, keinen Schaumstoffschutz. Hier haben wir ja nochmal die ganz zockere Achterbahn mit diesem Schienenprofil, was halt schon ein bisschen merkwürdig ist, aber auch gefühlt ein bisschen auch so, die, ja, wie die Schienen gebogen sind. Ist halt auch nicht immer so ganz normal. Naja, hier hätte der Park auf jeden Fall noch Fläche zur Erweiterung. Da sind gerade Schafe drauf. Und hier, ja, geht's halt jetzt auf den Rutschturm und dann wird das der letzte Ride in diesem doch schönen, aber kleinen Park, bevor wir dann eine Stunde fahren müssen und dann im nächsten Park dann halt weitermachen mit unserer Sause hier. Also jetzt aber nochmal erst
einmal das On-Ride, das On-Rutsch hier von diesem Rutschenturm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? So? Jetzt geht's weiter! Bist du wahnsinnig? Oh nee! Oh Gott, nee. Perfekt. Ja, also das war jetzt ganz lustig. Wir hatten dann doch Angst, dass der Auslauf zu kurz sei. Weil vor uns Leute gerutscht sind mit dem kleinen Kind und die waren schon auf der Hälfte von dieser Rutschmatte. Aber es hat funktioniert. Zum Glück war ich ein bisschen langsamer als Moritz, weil als Moritz gefahren ist, irgendwie da in dieser Welle, da kam auf einmal so ein Schwung Wasser rüber. Da wäre ich gut nass geworden. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus, jetzt kann man überall schön filmen, aber wir müssen jetzt wirklich fahren und es wird halt wirklich viel zu spät. Hier nochmal kurz der Eingangsbereich, ihr seht hier auch hier wieder schön thematisiert. Hier so ein kleines französisches Dörfchen, wir haben hier noch den netten Bus. Dann noch das schöne Fahrgeschäft und ja, hier. Und ja, mit dem Karussell und diesem Eingangsbereich verabschieden wir uns vom Dennispark und es geht weiter in den nächsten Park und von da aus melden. Und da sind wir angekommen im zweiten Park. Ja, wir haben ja gerade 40 Minuten gebraucht von Dennispark jetzt bis zum Park Bagatelle und hier sind wir nun. So, jetzt haben wir bis 18 Uhr Zeit in diesem wunderschönen Park, der wirklich schön angelegt ist. Also jetzt schon die ersten Meter vom Parkplatz bis hier, richtig schön angelegt. Ja. 5 Achterbahnen und noch was anderes zu fahren, also das, was wir schaffen. Bisschen blöd, das ist aber in manchen französischen Parks schon ja, auch so wie hier. Man darf keine Selfie-Sticks mitnehmen und wir haben halt so kleine Stäbe, wo man die GoPro halt drauf machen kann. Und ja, das muss man jetzt nicht, jetzt muss man die vorne gerade abgeben. Ist aber auch nicht so das Problem, wir kriegen die natürlich abends wieder. Und Sarah guckt am besten nicht nach rechts. Da ist nämlich ein V und das mag die Sarah nicht. Nee, also da nur. Links, sorry. So, ja. Wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen. Wir haben Sonne mitgebracht. Wir haben jetzt endlich mal Sonne mitgebracht. Aber wir werden jetzt erstmal die Achterbahn hier durcharbeiten. Und hier gibt es einen, ja, Bumerang, der ein bisschen besonders ist. Eine Art, dieses Bumerang bin ich schon gefahren. In einer größeren Version in Madrid. Ich rede nämlich von einem indentierten Bumerang, wo man halt unter der Schiene sitzt. Und ja, ich glaube, da gehen wir als erstes hin. Bin auch nicht so ganz sicher. Oder wir nehmen erst den Wurm mit. Ich weiß es nicht. Bevor es mal wieder regnet, ja. Okay. Ziemlich sehr lustig. Wir sind ja aus dem Auto rausgekommen. Es hat wieder angefangen zu regnen. Wir sind zum Eingang gegangen und dann hat es wieder aufgehört. Und jetzt kommt die Sonne raus. Das ist verrückt. Naja. Auch hier, ja, also ich finde das schon sehr schön. Also, diese Grünanlagen, habe ich ja schon mal gesagt, also ich mag das in so Parks. Auch hier, so der erste Eindruck, alles sehr sauber, schön angelegt. So, ich lasse mich jetzt gerne überraschen und freue mich auf die Achterbahn. Ich muss echt sagen, es ist wirklich super schön hier angelegt. Breite Wege, alles grün, sehr schön. Und hier sind wir jetzt bei der Achterbahn, die wahrscheinlich vom Eingang am weitesten jetzt weg war. Das ist er.
der Count, den wir jetzt als erstes fahren werden. Und zwar, ja, wie gesagt, ein Bumerang. In Madrid bin ich auch so ein Ding gefahren, nur eine Nummer größer. Ja, es ist ein invertierter Coaster. Wie gesagt, ihr fahrt unterhalb der Schiene, seid halt unterhalb der Schiene. Und ja, dann geht's einmal vorwärts hier hoch, ihr seht es gerade. Und wenn ihr dann losgerast, dann geht's rückwärts. Hier die Strecke wieder bis hier oben und dann wieder zurück. Und wie ihr seht, vorwärts, rückwärts kann man fahren. Ja, ganz cool. Die einen fahren vorwärts, die anderen rückwärts. Sehr cool. Gerade hier raus, gerade ein bisschen skurril gewesen, bevor ich mein Onride machen wollte, ist mir die GoPro aus diesem Case irgendwie raus, weil ich weil die nicht anging. Habe ich die rausgenommen, dann ist mir das Case irgendwie zerbrochen. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, ich so, hallo, können Sie mal bitte hier das dann nochmal da in diese Gitter da halt tun, wo man halt hier auch die Rucksäcke absetzt. Ja, und dann hat die mir nur das Case aus der Hand genommen und ich hatte die GoPro noch in der Hand. Und ich saß halt ja drin. Und jetzt hatte ich wirklich mit der nackten GoPro dieses Onride halt gefilmt. Ich glaube, also geräuschtechnisch total fritte. Aber ja, naja, mal gucken. Vielleicht fahren wir nachher nochmal. Vielleicht hört ihr, seht ihr auch dann das Onride, wenn wir dann halt nochmal fahren konnten. Tut mir leid, es ist halt wieder etwas nervig gerade. Naja, jetzt habe ich es aber, funktioniert wieder alles. Das Case ist auch in Ordnung. Jetzt ist mir aber hier nur ein Stück von Plastik von dem, was ich hier rein tue, dann irgendwie abgebrochen, aber davon habe ich genug dabei. So, ja, zur Fahrt. Bisschen rappelig, aber nicht wirklich viel. Kann man wirklich gut fahren. Es hat natürlich so ein bisschen was von einem SLC so gefühlt, aber es ist halt, es steckt halt nicht wirklich so. Aber die Sitze sind halt eigentlich genauso wie vom SLC, nur dass man halt vorwärts und rückwärts sitzen kann. Ihr seht es hier, entweder so oder so und egal, irgendwann fahrt ihr immer vorwärts und rückwärts, weil ne, es geht ja da, ihr habt es ja gesehen, dann hier so rüber und dann wieder hier und dann wieder zurück. Ja, macht Spaß auf jeden Fall und dann können wir jetzt langsam mal zu den anderen Achterbahnen hier mal rumsteppen. So, hinter mir seht ihr die neue 2021 hier im Park. Hatten wir ja so gerade eben auch schon in Denleys Park gesehen, gab es ja da auch als weit natürlich hier ein bisschen, nur ein bisschen schicker, da oben aus dem Schornstein. Da qualmt und dampft es und ja, wir haben hier wieder eine nächste Achterbahn, Spirale Express nennt sich das Ganze und ja, das kleine schmucke Küsserchen, das nehmen wir jetzt mal mit. Wir sind gerade eben schon an einem Spinning Coaster vorbeigegangen, also so eine Spinning Maus vorbeigegangen, da war die Kühle ein bisschen länger, deswegen nehmen wir jetzt erstmal das mit, wo wir vielleicht ein bisschen Zeit sparen können, weil es hinten im Bereich war und wir da vielleicht nachher Glück haben, dass da halt nachher nicht so viel mehr ansteht. Müssen wir mal gucken. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier mitfahren. Pour votre sécurité, merci de garder les bras et les jambes à l'intérieur du train. C'est parti pour deux tours. Thank you.
das war jetzt die nächste Sockey-Bahn. Oh, die war. Okay, ist okay. Also, allein, ach, guck mal, was jetzt macht. Das ist hier ja schön am Sprühen. Als sauber am Machen. Ja, also. Kleine Achterbahn, die halt jetzt nicht so einen Bums hat. Auch für eine kleine Kinderachterbahn. Aber es ist schon ganz in Ordnung. Hier sieht man auch. Ist okay. Und auch hier sieht man halt auch wieder dieses Schienenprofil. Sieht natürlich ein bisschen anders aus hier, aber auch trotzdem. Ist okay. Ja. Die Kurve ist der Knaller, ey. Ich finde halt so. Bei der ersten Runde, ne? Bei der zweiten Runde war es aber. Nee, bei beiden Runden. Ey, weiß ich nicht. Ja, ich finde so. Ich fährt irgendwie so nach da, aber will irgendwie schon nach da abbiegen und ja. Irgendwie fühlt sich das komplett falsch an. Ich weiß nicht. Aber es ist halt. So okay. Wie viele Sockey-Bahnen waren wir noch vorhanden? Ganz viele. Einige. Aber ich finde halt Name Programm so, ne? So okay halt. Ja. Ist nicht schlecht, aber halt auch nicht geil. Ne. Auch allein wie der Wagen aussieht so. Und irgendwie habe ich gefühlt, hat er jetzt irgendwo anders gehalten, als da, wo wir eingestiegen sind. Meine Tasche lag irgendwie noch so einen halben Meter weiter nach vorne. Ich weiß nicht, wo ich meine Tasche hingelegt habe. Naja. So, weiter geht die Wede. Achterbahn-Fahrerei. Die nächste Achterbahn ist auch wieder von Sockey und das ist Gas Express. Hier könnt ihr schon mal gucken. Mit ein paar tollen Effekten. Fährt einem kein See vorbei oder ein Teich. Und dort gibt es Wasser und Feuer. Ja, und da schauen wir jetzt gleich rein. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen warten. Aber die Wartezeiten sind momentan. Ist okay. Mal hier wieder mal zeigen, wie ich hier sitzen muss. Was ist denn das hier für ein Ding? Genau hier. An mein Genitalgemächt. Hier auch. Hier, so sieht das aus. Ich muss irgendwie gucken, dass ich hier. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist doch nicht für Menschen gemacht. Ganz ehrlich, so. Er winkt immer die ganze Zeit irgendwen. Weiß ich nicht. So, wir fahren jetzt hier den Gasexpress. Das Thema ist Gas und wir explodieren alle. Es regnet auch schon wieder. Warum regnet es? Wir sitzen in der Achterbahn. Ich raste hier gleich aus. So, weiter geht's. Der Mann hat Spaß. Eine schöne Achterbahn. Bin ich mit Theming in eine dunkle Halle gefahren, wo es halt noch Lichteffekte und Wasser gab. Dann gab es einen Feuereffekt.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, also für so eine Bahn. Ja, wie gesagt, wieder ist okay. Und ja, das Bürgersystem war ein bisschen komisch. Das war so ein bisschen möchte gern Powercoaster, also früher Powercoaster, die alten Mack. Einfach mit diesem Bügel, der dann halt so praktisch ja, auf vorne so drauf liegt. Kennt ihr vielleicht zum Beispiel Europa-Park? Ein Powercoaster ist es auch so. So ähnlich, nur dass dann halt irgendwie noch so komische Stupfen dann da waren für zwischen den Beinen. Naja, aber ja. Ist eine schöne Bahn. Sieht auch ganz schön aus, so von aus, finde ich. Ja, da in diesem, weiß ich nicht, diesem Haus da. Wie gesagt, da noch dieser Effekt drin. Ja, auch noch das Wasser und so. Ja, eigentlich ganz cool. Und so haben wir hier noch ein Air Race. Mal gucken, ob wir das dann auch noch fahren. Aber erstmal Achterbahn, das geht vor. Noch zwei Achterbahnen haben wir auf der Liste und jetzt sind wir bei Famous Jack. Und Famous Jack ist. Famous Jack! Bring me back to the Coast Up Track! Ist halt leider nur eine Rimmershaw wilde Maus, Spinning Maus, wie wir sie auch von der Kirmes kennen. Kirmes sind nicht so verrostet. Ja, das stimmt, weil die immer an- und abgebaut werden. Hat man sich meine Hand. So. Naja, auf jeden Fall. Diese Bahn werden wir jetzt fahren, dann haben wir nur noch eine Bahn auf. Das ist dann halt nur noch ein ganz normaler Wacky Wall. Ganz am Anfang, am Eingang steht der, den werden wir auch noch fahren. Und dann gibt es dann natürlich auch noch ein paar andere Bahnen, die wir fahren wollen. Es ist ein sehr, sehr schöner Park. Er ist sehr schön angelegt. Es ist auch nicht wirklich so viel Anstehzeit. Es ist halt, ja, sagen wir mal so, es liegt glaube ich nicht an den Rides an sich, sondern ab und an auch so ein bisschen an den Ride-OPs. Wie man hier abfertigt. Aber wir haben noch zwei Wasserbahnen, die wollen wir auch gerne fahren. Und wir möchten noch mal, oder ich möchte noch mal mit Triops eine Runde fahren. Das ist ja dann halt dieser Boomerang. Weil ich das ein bisschen verkackt habe mit der Aufnahme. Ja, ist meine Schuld, so ein bisschen. Naja, ich bin froh, dass ich dann irgendwie die GoPro noch mitnehmen durfte, obwohl ich das ein bisschen komisch fand, dass ich die einfach so in der Hand haben durfte. Aber ich habe schon im letzten Video gesagt, es ist halt in Frankreich ein bisschen was anderes, was halt auch so ein bisschen die Security angeht. Wir haben jetzt zwar Brustgurt, aber das juckt ihn überhaupt nicht, wenn wir aus der Hand filmen. Wir haben es da gesehen und naja, wir nehmen das jetzt erstmal so hin. So, und ich filme jetzt hier noch ein bisschen und singe natürlich wieder, weil wir stehen wieder bei der Achterbahn. Und das wird die nächste Bahn. Ole, ole. Irgendwie eine komische Beladung. Ja. Da regnet es nicht. Guck mal, die war mal pink, die Maus. Und gelb. Was ist das für eine Mischung? Hast du alles verstaut? So. Und dann? Hey.
Und jetzt? Dreht erstmal noch eine Runde. Ich hab das deswegen noch nie gesehen. Noch eine Runde! Ist das schön! Vielleicht fehlt bei uns halt einfach dieses Ding, das dem sagt, wir sind gerade. Er dreht, er dreht! Also, hätte er sich auch sparen können. Das war ja mal wieder eine Fahrt. Also, mit dem Hausboot und ich auf einer Seite und Sarah auf die andere Seite. Das war schon ordentlich Laune. Aber das spinnt man richtig. Ja, und hier ist so ein Teil, wenn man halt falsch rum noch ist mit der Gondel, das sollte ich dann halt richtig rumdrehen und dann halt fährst du richtig rum wieder in die Station rein. Das war bei uns aber nicht so richtig möglich, weil der hat das irgendwie nicht gecheckt, ob wir jetzt gerade sind oder nicht. Und so hat er uns halt immer die ganze Zeit noch immer weiter rumgedreht, bestimmt 3 oder 4 Mal. Bis es dann halt auf einmal funktioniert hat. Es wäre auch immer knapp geworden, weil die nächste Bahn stand hier schon in der Schlussbremse. Und ansonsten gäbe es da keine Bremse mehr. Und dann wäre die Bahn wahrscheinlich irgendwo noch angehalten, die anderen Wagen, die dann noch auf der Bahn halt waren. Lustig ist auch hier, hier werden wirklich erstmal alle voll gemacht. Alle Wagen und dann werden die nacheinander wieder losgeschickt. Und also bisher auf jeden Fall die längste Wartezeit. Da haben wir jetzt bestimmt schon 30 Minuten gewartet. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Aber wir schauen uns hinter uns. Ich muss nicht viel mehr dazu sagen. Das ist halt der Revanchure-Maus, die es so viele gibt. Und man fährt sie, um sie zu counten. Aber ansonsten viel Spaß. Doch, es war lustig mit dem Spinning, aber es ist halt normalo. Ah, ist halt, ne? Normal. Normalo. Oh, normal ich viel. Nee. Ganz ehrlich, ich habe in dem Park noch nie solche dummen Leute gesehen wie gerade. Wir sind jetzt gerade hier nochmal gefahren und es ist unfassbar. Wir haben gefragt für die erste und für die letzte Reihe, weil man dann halt keinen davor hat. Und wir haben extra nochmal eine Bahn, bis wir dann halt dran waren. Und ich gehe halt rein, Moritz und Sarah gehen vorne rein und ich nach hinten. Und dann kommt einfach so ein Typ mit seiner blöden Freundin und stellt sich einfach vor mir in das Gate rein. Und ich dann halt auf Händen und Füßen und auf Englisch versuche zu erklären, dass ich jetzt hier fahre und dass wir davor gefragt haben. Meinst du, der geht weg? Verständlicherweise vielleicht auch, weil er es nicht verstanden hat. Aber er stand am Gate vorne beim Einstein genau neben uns. Es gab halt so ein VIP-Gate, keine Ahnung. Da haben wir gewartet auf den nächsten Zug. Wir haben uns als erstes reingelassen. Der ist dann an mir vorbei und dann stand er halt da und dann bin ich halt zu der Tante, die hier einweist, gegangen und dann zuckt die einfach so noch mit den Achseln. Ich so, Alter, mach doch mal was. Ja, bin ich zu der nächsten Frau gegangen und die mich auch wieder voll anfixen. Wie kann man nur so dumm sein? Sorry, Alter, das ist so unfassbar behindert. Sorry, wenn ich das jetzt sofort in den Mund nehme, aber unfassbar. Wofür was fragt man denn, wenn man sowieso dann halt nicht das kriegt, was man will? Ich meine, es ist jetzt auch nicht schlimm, dass ich jetzt in einer anderen Reihe gefahren habe, aber warum? Ich verstehe es nicht. Es gibt Leute, die sind halt dummer und das sind halt
leider diese Zeit, die Leute arbeiten. Da machen sie sowieso nicht ihren Job so ganz so richtig. Ich finde es sowieso ein bisschen bescheuert, und das ist aber im ganzen Park so, wie das halt so ein bisschen ist mit der Abfertigung. Also hier ist es jetzt so, dass die Leute erst reingelassen werden, nachdem die Bahn komplett gefahren ist und die Leute wieder aus der Bahn raus sind. Da gibt es an der Seite so riesenhohe Zäune, da könnte überhaupt nichts passieren. Klar, die Bahn fährt mit einem Affendampf hier in die Station halt rein und worum rum. Aber die abfertigen die Leute halt einfach nicht. Erst wenn der Zug steht und die Leute ausgestiegen sind, fangen die an, die ganzen Gates zu besetzen. Und deswegen dauert das halt schon eine Ecke länger. Ich meine, gut, ein oder zwei Bahnen muss man warten, länger ist es nicht, aber es sind dann halt doch schon mal gute 10 Minuten. Und naja, es ist halt, ich finde das halt einfach unfassbar. Man fragt halt und sie sagen, okay, geben uns auch noch die Möglichkeit, uns da irgendwo anders hinzustellen. Sie wissen ja und haben das ja auch im Kopf. Und dann fährt die Bahn los und was ist? Dann ist einfach alles wieder egal und die Leute, die stellen sich einfach dahin, anstatt die denen jetzt einfach mal auf Französisch sagen, die haben gefragt, die stehen jetzt da an, sonst müsst ihr halt noch eine Bahn warten. Nee. Oh, ey, sowas regt mich absolut auf. So, und hier haben wir noch einen schönen See. Mit ein paar Flamingos, Tretbooten und ganz hinten noch ein kleines Piratenschiffchen, beziehungsweise eine Schaukel. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen ausgedrückt bin, aber das regt mich mega auf. Ich hasse es, wenn man unfair zu jemandem ist, und das ist in diesem Moment gerade leider mal wieder passiert. Und es kann natürlich sein, weil die auch kein Englisch richtig verstanden haben, aber sonst hätten die uns auch nicht da eigentlich stehen lassen. Und boah, das ist dieser Typ, ne? Also wie der mich angeguckt hat. Alter, komm, egal. Drauf geschissen, wir machen weiter. So, wir sind jetzt hier nochmal an dem Bereich hier, wo auch hier der Gasexpress ist. Und guck mal, wie schön das hier alles ist. Es passt alles irgendwie hier so ins Bild. Alles so schön in total schöner Farbe angestrichen. Hier ist der Looping Shop von Lars. Da gibt es übrigens auch eine Furzzone. Eine Fahrt Zone. Betreten auf eigener Gefahr. Steht da wirklich auf so einem Schild. So, und also ganz schön auf jeden Fall alles gemacht. Schöne Bereiche. Alles auch richtig hübsch angelegt. Kein Schmutz auf dem Boden, außer gerade vielleicht hier. Und da ist eine Wasserbahn. Eine von zwei. Und diese werden wir jetzt mal versuchen. Weil die Sarah da Bock drauf hat und gerne nass wird. Voll witzig, hier gibt es so eine Doppelstation wie im Fort Fun. Also auf der einen Seite hier und auf der anderen Seite auch, aber wie eigentlich im Fort Fun. Nicht in Betrieb, aber im Fort Fun ist es jetzt wieder in Betrieb. Ja, auch gesagt, ne? Ja. Ja. Und, aber hier geht es schon. Nee. Aua. Irgendwie komisch, weil da ist nämlich die Brücke, wo wir rübergehen. Das ist ganz, ganz nah. Ich habe vor allen Dingen gerne so einen Rundumschlag gemacht und habe das mal mit. Das könnte sein, das könnte sein. Wichtig ist aber, und das steht ja auch auf dem Schild, das müsst ihr euch mal angucken, während der Fahrt darf man nicht einschlafen, das ist ganz, ganz gefährlich. Nicht einschlafen, ganz wichtig. So, und ja, jetzt fahren wir eine Runde Wasserbahn und wir werden ganz viel nass. Heute Rio. Haben wir zusammen oder jeder getrennt? Wollt ihr nass werden oder nicht? So ein Mittelding. Ach, wir gucken mal. Und guckt einfach mal, wie das so gehen könnte. Und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was wir machen sollen. Ah. Ja, habt ihr geschrieben? Jetzt kommt's online. Oh, ei, 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 ei. Das kippelt. Das ist aber schnell. Oje, 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 oje. Alter! Was war das? Also, es gibt doch zwei Abfahrten.
Bist du schon gut nass, Moritz? Was? Bist du schon gut nass? Nein, aber ich. Oh. Guck mal, voll gerade. Auf dem Oberschenkel, da ist auch so. Auf dem Oberschenkel. Ja, ja. Das ist aber eine wilde, schnelle Fahrt. Alter Schwede, ist das schnell. Oh Gott, jetzt kommt hier auf. Guck mal, das Wasser da. Ach du Scheiße. Was ist das? Sterben vielleicht nicht, aber nass und nee. Ich war ja noch nicht so nass. Wow! Naja. Richtig schnelle Wasserbahn mit ordentlich viel Wasser in der Bahn, also für eine Wasserbahn. Also da war bei diesen Liften, wie da das Wasser hochliegt. Allein wenn man da reingefahren ist, da wurde man halt schon ein bisschen nass. Bin ich froh, dass ich die vorne gesessen haben muss, durfte, sollte sein. So. Ja, ist jetzt nicht so die längste Bahn, aber macht schon Spaß. Kann man schon mal machen. Aber auch so die Station, also da dieses Zickzack, das ist so eng. Zum Glück ist es nicht so warm heute, dass da nicht so viele Leute stehen. Aber wenn das halt jetzt so, man weiß ja, wir sind Sommer erst bei Wasserbahn. Ich glaube, da stehen wir da halt auch schon ganz gut. So, naja, haben wir das. Hier sind übrigens noch kleine Schweine als Zug. Also nicht die Kinder, sondern das Ding an sich. Und abends leuchten die. Guck mal, die haben so Birnen in den Augen. So, dass sie komplett durchdrehen. So, so. Jetzt ist aber so weit. Oh, Helikopter. 1, 1, 7. Ja, nee, sorry, was soll ich sagen? Ach ja. Dann hat jemand mir geschrieben als Nachricht bei Instagram. Zeig mal den Wurm. Da ist er. Le Würm. So, einer von vielen auf dieser Tour. Und das Schlechteste ist mit Schluss auf Bohm. Also, Wind, das was jetzt achterbahnmäßig jetzt hier im Park steht, es ist halt einfach nur ein Wacky-Wurm. Aber jeder Wacky-Wurm hat eine Daseinsberechtigung. Und deswegen fahren wir jetzt damit. Weil. Aber das ist reserviert für den Elefanten. Ja, das ist ein. Stimmt, es ist ein Elefantenkoaster. Ja, aber das steht doch ab. Aber eigentlich ist es ein Wurm, aber wir fahren jetzt damit. Es ist kein Elefantenwurm. Es ist ein Elefantenwurm. So, also rein in den Laden und ab dafür. Letzter Count in diesem Park und damit auch letzter Count für heute am Tag 2 der Summer Tour 2021. Full Count. Wir haben in den letzten Coaster gefahren. Das ist dieser Wacky-Wurm. Ich finde das immer so süß, wie die ausschauen mit der. Ja, guck mal. Hier so, die lacht immer so lustig und so. Ja, ist halt eigentlich so Standard. Aber ja, letzter Count für diesen Tag. Alle Coaster im Park gefahren. Ole, ole. Wir werden jetzt noch mal eine Runde mit Autos fahren. Hier sind keine Autorunde. Und es gibt halt auch noch eine Rapid River, meine Damen und Herren. Und dafür solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben.
Ich hoffe, dass wir ein bisschen außer werden jetzt als eben mal bei der Wasserbahn. Und ja, ich habe ihn noch nicht so wirklich viel gesehen von dem Rapid River, aber ich lasse mich da Le Rapido, steht halt schon mal drauf hin. Lass mich gerne überraschen. Und ja, dann kicken wir mal, ne? Ob das Wasser-Roulette uns Glück oder Pech bringt. Wie gut, dass das Rafting da genau neben Le Grand Prix ist. Und das sind diese Autos, die wir jetzt fahren werden. Wir werden jetzt beides fahren. Erst die Autos und ja, kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor, denn sowas gibt es auch im Europapark. Richtig? Richtig. Und ja, schön, also richtig mit Motor. Und bin gespannt. Wir sind jetzt gerade auch durch den Parkteil gegangen, wo wir noch gar nicht waren. Richtig durch den Wald. Also wirklich durch den Wald. Irgendwie so ein kleines Stückchen Wald mit einem Weg, wo auch noch eine Kongenfahrt sich versteckt hat. Ja, und dann kommen wir hier zu dem Platz, wo halt dieses Rafting ist und halt auch diese Autofahrt. Und wie gesagt, mit letzterem fahren wir jetzt als erstes. Güte, war das lang. Also man kennt ja solche kleinen Autos. Da fährt man vielleicht mal so eine 8 oder weiß ich nicht, so einen kleinen Parcours. Aber das Ding erstens schön angelegt und zweitens mega, mega lang das Teil. Also hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass da hinten noch so viel Platz ist und dass man hier da so schön mal eine Runde mit dem Auto fahren kann. So, jetzt noch hier, guck mal, wir können ja mal kurz gucken, da haben wir gerade was zu essen. Wie teuer denn hier sowas ist? Sandwich, 9,90 €. Was haben wir denn? Cola kostet 2,90 €. Ja, das geht aber eigentlich für Preise im Freizeitpark. Mag nur ein bisschen teurer mit 3,10 €, aber immer noch günstiger als da, wo wir gestern waren. So, egal. Wir fahren jetzt eine Runde mit dem Rapid River und so wie ich das aus, wie das so aussieht, wird es nicht so nass werden. Also, die Frau, die vor uns bei den Autos eingestiegen ist, war komplett nass. Die war komplett nass. Okay, vielleicht tue ich diesen Boden auch unrecht, aber meistens bei diesen Booten hatte ich bisher immer Glück. Was heißt Glück? Eigentlich schon Pech. Wir fahren jetzt und guck mal, kommt euch was bekannt vor? Das B gehört hier zum Baratel, sondern zum Bobbierland. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, ist ja auch keine Abdeckung. Also hier unten, normalerweise hier, da ist noch was dran. Ist aber nicht. Warum? Das sind die Boote aus dem Poppeerland. So, jetzt fahren wir. Rein in die grüne Flotte. Das ist alles nass gewesen. Ich habe auch ein bisschen Angst. Das ist nicht die Fanfilm. Hey, ich habe auch einen richtigen Namen. Oh oh. Das war ja noch angenehm. Hölle,
Baumjahrlande eher. Ja, das B. Nicht die Tasche. Oh, das sind ja richtige Rasen nach Fluss da unten. Oh oh. Nach einer Fahne. Von wie viel Wasser hier drin ist? Guck mal, das ist ein Weihwasser. Was? Nudel? Aber von sowas hatte ich immer Albträume. Wo waren wir denn noch, wo das so war? Ja, Bobby Island. Oh ja. Ich glaube, da war Sarah die Böse. Die böse Licht hat. Nee, ja. Naja. Dann mal gut rutsch. Oh nö! Juhu! Alter! What the fuck? Das ist doch nicht vorbei! Das ist doch nicht vorbei! Was war das denn? Der ist durch! Nee, das ist so grün! Diese Welle kam auf meinen Fuß! Auf meinen Fuß! Was ist das denn für eine Abfahrt gewesen? Meine Güte! Hey! Oh, alter Schwede! Ich hab nur so Bett in dieser Welle gesehen! Oh, ihr seid wieder Puppen! Ja, können wir mal fahren, kein Problem! Nein. Meine ganze linke Seite ist da. Das ist ja auch rechts. Nein. Aber warum ist denn das so grün? Das ist bestimmt Farbe. Das ist Kloake. Oh ja, guck mal, der schon hier. Oh, da ist auch ein Küttel. Warum wollen die denn alle da schon aussteigen? Wir können auch schon hier aussteigen. Kein Problem. Haben noch keine Zeit mehr. Also für ein Hafema-Rafting ordentlich und ordentlich nass. Man hat schon ordentlich was abbekommen, also dieser Strudel, also es ist Wahnsinn einfach, dieser Strudel, wenn man dann halt dann diese Abfahrt, die dann folgt, was da für Wassermassen auf einmal sind, also unfassbar. Ja, bin mir verschont worden, ein bisschen Spritzwasser, aber sonst nichts. Ist aber richtig schön angelegt und auch relativ schnell und ja, irgendwie so ein bisschen sieht es aus wie eine Wüste. Und dann in Wasserwald zu thematisieren als Wüste ist auch schon ganz lustig. Aber dann weiß ich nicht, was da hier der Wassermannkönig da sein soll. Naja, egal. Geschichte dahinter und Themen sollte man jetzt nicht hinterfragen. Keine Ahnung, was es wirklich sein soll. Wüste? Ja, habe ich auch gesagt. Oder Atlantis oder so. Ich habe gerade schon zu Moritz gesagt, so vom Themen wird das richtig zu Belantis passen. So nicht so ganz alles, so ein bisschen so. Oh, Sarah. Er hat sich mal lieber irgendwo anders hingesetzt. Du kannst auch die anderen Schuhe einfach anziehen. Naja, auf jeden Fall ja, haben wir es auch jetzt erfolgreich gefahren und jetzt haben wir erstmal alles das, was wir fahren wollten, auf jeden Fall. Heute hier geschafft. Ich finde auch wirklich, der Park kann sich wirklich sehen lassen, es ist für jeden was dabei, es ist natürlich jetzt auch nicht der größte Park, davon wird es auf dieser Tour sowieso nicht so viele geben, aber bei uns macht es dieses Jahr irgendwie die Masse und ja, also es ist halt schon ganz cool. Überall wo man hingeht, egal in welche Richtung, gibt es Überraschungen, auch hier jetzt wieder, dann geht man jetzt auf einmal durch den Waldpart, dann hat man so Bereiche, die komplett offen sind, also es ist schon richtig, richtig schön hier angelegt und ja, die Rides, die halt da sind, können Sie auch sehen lassen, sind wirklich ein paar schöne Attraktionen halt auf jeden Fall dabei. Ich finde den Park wirklich sehr ordentlich gepflegt, ich finde, das haben wirklich ein paar tolle Attraktionen. Wir hätten halt noch ein paar andere Sachen fahren können, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten. Es ist ja so gewesen, habt ihr jetzt ja mitgekriegt, wir sind heute in zwei Parks gewesen. Und ja, es ist halt schon mal was anderes, wenn man sich halt den ganzen Tag Zeit nimmt für einen Park. Oder wenn man dann halt doch ein bisschen durchsportet. Wir haben viel auf dem Plan für diese Tour und deswegen war es halt erstmal nicht anders möglich. Wir haben alles das gefahren, was wir haben fahren wollten. Aber ich muss schon wirklich sagen, im Dennis Park jetzt nicht so. Hier könnte man aber schon den ganzen Tag verbringen.
Der Park bietet wirklich sehr viel, auch für unterschiedliche Sachen. Ihr seht hier nochmal komplett großen, langen, breiten Wege. Dann hat man Waldabschnitte, dann hat man irgendwelche Bereiche, die man gar nicht so einsehen kann. Mitunter auch wirklich tolle Attraktionen, tolle Achterbahnen. Gut, kann man jetzt mal den Wacky-Wurm aus und auch den Spinning Coaster, aber auch da haben wir uns enorm gedreht. Und von draußen macht er halt auch ein bisschen was her, finde ich. Klar, wenn du von der Seite guckst, ist halt auch wieder nur das nackte Stahlgerüst, aber von vorne sieht es doch dann doch schon ganz nett aus. Und ja, also für die ganze Familie auf jeden Fall hier Spaß und Action garantiert. Und das ist auf jeden Fall auch ein Park, den ich halt auch weiterempfehlen würde oder könnte, wenn man hier mal in der Gegend ist. Und so teuer war er jetzt auch nicht. Ich glaube, wir haben 26 Euro bezahlt. Geht also auch klar. So, ihr Lieben, wir wollten gerade noch mal mit den Rutschbooten fahren, weil das ja, also wir haben uns voll fest vorgenommen, dass das Tradition wird auf dieser Tour. Was mal die Kongo-Fahrt war, jedes Mal, wenn wir was sehen, also eine Rutschboote sehen, dann fahren wir Rutschboote. Hat aber schon zu. 17.30 Uhr schon zu, 18 Uhr macht der Park zu. Ja, jetzt gehen wir hier noch mal ein bisschen rum. Ich würde da noch mal reingehen. Wir sind jetzt aber hier noch mal bei Treetop angekommen und das sieht so halt Treetop, das Original. Treeops. Da stehen halt noch Leute. Es ist halt schon auch das Highlight des Parks. Versuchen wir noch mal, vielleicht haben wir noch mal Glück und können hier noch mal fahren. Wenn nicht, müssen wir halt zum Ausgang. Und dann wäre es das gewesen für heute. Ja, verschiedene Sachen haben schon zu. Da gehen aber gerade noch ein paar Leute in die Q-Line. Können wir halt noch mal versuchen. So, letzte Fahrt. Wir haben es auch geschafft. Wir fahren jetzt noch eine Runde hier mit dem Boomerang. Vielen Dank fürs Zugucken in diesem Video. Nächstes Video geht es weiter mit dem dritten Tag. Wird es auch wieder tolle Attraktionen geben, deswegen abonnieren. Einschalten nicht vergessen, falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns in einem Video hier bei der Phantom Arena. Macht es gut und wir kommen jetzt erstmal gut nach Hause, beziehungsweise ins Texas Hotel. Habe ich was vergessen? Nö. Achso. Tschüss.